Mein guter Kollege Brotwurst, meine Freunde. Brotwurst, ihr kennt ihn alle vom Schneckenvideo. Unser absoluter Favorite Guy. Nadine2160, Dankeschön. Alex, by the way, sauwild, dass du für dieses Schneckenvideo bekannt bist, Digga. Digga, Brotwurst hatte Corona und er hat ein arschgeiles Video dazu gemacht. Ich würde es gerne einfach mit euch schauen. Er hat es in Kapitel unterteilt und es ist tatsächlich, etwas lustig geworden. Es ist sogar lustig geworden. Ich würde sagen, wir schauen da mal rein. Scheiße. Mir ging's abnormal beschissen. Mir ging es tatsächlich in meinem ganzen Leben nie so beschissen wie in den letzten 4 Wochen. Especially körperlich. Ich bin gefühlt 100 Jahre gealtert, so fühlt es sich für mich an. Und wenn ich danke jetzt für die 1000 Bits, wirkst aber relativ gesund. Ja, aber es ist nicht so. Ich habe seit 4 Wochen nicht mehr wirklich 100% arbeiten können. Nicht mehr 100% Sport geht auch überhaupt nicht mehr. So krass. Kein Gewichte heben. Keine Klimmzüge mehr, also die schaffen nur noch 30, 40. Kein Stabhochsprung mehr, selbst beim Modeln, merke ich. Fritz Meinecke, du Ehrenmann, danke Fritzi. Moin, Digga, danke für den Raid. Kuss, Digga, Kuss. Wie es in den Beinen wehtut. Mein Körper ist komplett runtergefahren und das fuckt mich ab. Für euch wirklich vielleicht wie ein junger, gut aussehender, sexy, geiler Typ. Ja, ist er auch. Bin ich auch. Nein, ich bin wirklich... Digga, Alex, wie habe ich mich angesteckt? Familie. Scheiße. Ungeschützter Sex mit meinem Onkel. Nein. wir machen nur geschützten Sex. Es geht ja auch trotzdem. Wir haben uns aber ja geküsst und alles. Dann habe ich es gespürt. Ich hatte die allerersten Symptome vor über einem Monat. Ich glaube, 21. Das eingetragen im Kalender. 23. September irgendwie so. Ich weiß nämlich noch ganz genau. Ich saß hier. Und hab gemerkt, irgendwie läuft's gerade nicht. Ich hatte Kopfschmerzen. Aber Kopfschmerzen, das hat man immer mal. Mhm. Es ist Wetter, es ist zu wenig getrunken, irgendwo im Kopf gestoßen, kleinen Tumor, was weiß ich. Du kannst wegen ganz vielen Gründen Tumor. Man kennt das, Digga. Kopfweh. Ich stehe von meinem Stuhl auf und ich merke. Alex, warum hast du Gliederschmerzen? Oh nein. Du hast nichts gemacht, was mit Gliederschmerzen zu tun haben könnte. Oh, mein Körper war wirklich so. Alex, Bro, irgendwas stimmt hier nicht. Mann. Irgendwas ist hier falsch und ich so, Bruder, ich weiß, Bruder, ich hab Schiss. Das ist keine Grippe, das ist nicht die gewöhnliche Depression, das ist was Neues. Irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas... Das ist so geil gemacht, das Video ist so geil gemacht. Ist hier falsch. Alex, Mayday, Emergency, hau ab, isolier dich, mach einen Corona-Test, zünd irgendwas an. Alex, zünde etwas an. Der DFV-Zahnschutz. Nachvollziehbar. Nachvollziehbar, dass der Körper eigentlich, dass das Gehirn einem sagt, zünde etwas an. Ich hatte es. Es war wirklich. Es waren die ersten Symptome. Ist eine echte Story. Er hat es tatsächlich, ja. Schmerzen und Gliederschmerzen. Dann war ich zu Hause, hab mich isoliert. Mir ging es zwar noch einigermaßen gut. Ich hatte am Dienstag dann den Termin, bin da reingefahren. Das war ein Corona-Drive-In. Und es ist wirklich wie eine fucking Zombie-Apokalypse. Du kommst da rein, fährst da rein in dieser fetten Schlange, da kommen überall Schilder, Lüftung aus, nur einen kleinen Schlitz ins Fenster, überall Leute voll montiert, im Hintergrund ein paar Zombies, Schussgeräusche. Ich habe mir so eine Playlist angehört dazu. Ich habe mir das OST von 28 Days Later angehört, dieses Dim, 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 Dim. Vielleicht hat das ein bisschen die Atmosphäre verändert. Und dann am Mittwoch, Donnerstag, wieder 1-2 Tage später erst, haben so richtig krass die Symptome gekickt. Es war... Kopfschmerzen, Schlaffheit, Digga. Ich lag nur dran, Bauchschmerzen, komisches Gefühl, ich konnte kaum aufstehen, ich konnte nicht mehr klar denken. Ich war von Tag zu Tag kaputter und das über 2 Wochen hinweg. Ich wurde wirklich, das hat sich angefühlt, als ob ich auf einen Schlag, bam, Alex, du bist jetzt ein kaputter, kranker, alter Rentner. Du bist am Tag 4 Stunden, läufst du rum und den Rest schläfst du oder liegst du im Bett. Ich konnte wirklich 4 Stunden maximal stehen. Teilweise war es so mies, ich konnte nicht mal einen Film gucken. Und wenn du nicht mal mehr einen Film gucken kannst. Bevor ich hier weiter rumheul, liste ich hier mal auf, was ich alles hatte. Oh, Digga, what the fuck, Alter. Dumm AF. Scheiße. Ich darf es nicht so negativ sehen, weil auf der einen Seite... hatte ich genug zu essen da. Shit. Ich war privilegiert irgendwie, weil ich meine eigene kleine Wohnung habe. Meine Arbeit, es gab eine Vertretung, ich habe niemanden angesteckt, war noch gesund und jung davor, so, ich werde daran nicht sterben, habe keine Vorerkrankungen. Und auf der anderen Seite habe ich aber Corona. Und das ist halt scheiße. Mhm. Und die Isolation ist zwar manchmal ganz cool, allein zu sein, aber nach 2-3 Wochen, du entwickelst dich zum fucking Autist mit der einzigen Kraft am Tag, die ich hatte. True.
True. Habe ich wirklich mit mir selber dann geredet. Aber Alex, du hättest doch telefonieren können. Ist nicht das Gleiche. Ich wollte mir schon so ein Baseball mit so ein Gesicht reinschnitzen, dann mit dem die ganze Zeit reden. Ich hatte keinen Schlafrhythmus mehr. Alter, mein Schlafrhythmus. Man hätte auf random.org gehen können und sich eine random Zahl ausgeben lassen können. Dann bin ich ins Bett und dann bin ich auch aufgestanden. Manchmal um die Uhrzeit ins Bett, dann ein paar Stunden später wieder wach, dann hier wieder ins Bett, da wieder wach. Och, Digga. Und das wurde später mir noch ein bisschen zum Verhängnis. Alter. Dazu aber gleich mehr. Kurz noch zu dem, ja, es ist nicht das schlimmste Symptom, aber es ist das besonders, das ist am meisten besonders, ich kann kein Deutsch mehr, ein ganz besonderes Symptom, das am meisten für Corona steht, und zwar, das ist der Geschmacks- und Geruchsverlust. Das war echt nicht lustig, Alter. Ich habe mir ein Pizzabrot bestellt, so ein fettes Pizzabrot. Das schmeckt einfach nur nach Pizzabrot. Ich schneide mir da mal ein bisschen Knoblauch drauf, ich mache da selber mein eigenes Zeug drauf. Bild davon, falls ihr nicht wisst, wie ein Party-Pizzabrot aussieht. Ich habe mir das bestellt und habe gegessen, dachte mir schon, irgendwie schmeckt das nicht so besonders. Es schmeckt ein bisschen fad. Am nächsten Tag wollte ich den Rest essen und dann merke ich schon so, das schmeckt nach nichts. Es schmeckt nach literally gar nichts. Also wirklich, wirklich gar nichts. Es war wirklich einfach nur Matsch im Mund. Ich habe meine fucking Nase, die habe ich in einen Gewürzstreuer und in einen Zimtstreuer gehalten. Das kann ich mir so krass in einen Zimtstreuer gehalten und einmal in einen Knoblauchstreuer. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Gar nicht. Ich habe Tee, Cola und Kaffee gemischt. Es schmeckte alles gleich. Der einzige Unterschied war die Kohlensäure. Ich habe ein bisschen Scheiße an meine Lippen geschmiert. Es hat nichts gebracht. Ich weiß nicht warum. Ich habe auch aufgehört zu essen. Du hast keinen Bock mehr drauf. Ich habe mir Nudeln gemacht und die gesalzen und dachte mir, wen verarschst du hier? Schmeckt doch eh keinen Unterschied. Ich habe angefangen zu selektieren nach, nicht mehr nach Geschmack, wie man es sonst macht. Boah, ich habe Bock auf Pizza oder boah, ich habe Bock auf Nudeln mit Tomatensauce oder Olivenöl. Nee. Du selektierst dann nach, ich habe Bock auf was Warmes im Mund. Ein bisschen was Festes. Ich habe Bock auf was Festes mit ein bisschen Matschig oben drauf. Boah, danach was ein Getränk, das ein bisschen warm ist. Oder ein Getränk, das ein bisschen blubbert im Mund. So selektierst du dein fucking Essen, Digga, nach dessen Zustand und Konsistenz. Es hat wirklich nichts mehr Spaß gemacht. Du warst komplett schlaff. Du warst wie den ganzen Tag. Ich habe mich selber nicht mehr aufraffen können. Und es ist bis heute so, dass ich immer noch Schlaffheit, ne? viel zu schlaff bin. Das haben richtig viele, richtig viele Freunde. Auch viel kleiner als sonst. Ja gut, das mit dem Schwanz habe ich jetzt also noch nicht gehört von Kollegen, aber von Kollegen tatsächlich gehört, dass die übertrieben eine Müdigkeit haben. Ich wollte noch ein haben. Kurzes Coronavirus-Rating machen. Mhm, finde ich geil. Ich habe mir vorgenommen, viel für meine Abwehrkräfte zu tun. Digga, so dreist jetzt hier aktivieren Sie eine Vita-Sprint immun auf Corona-Dings zu machen. Wer bereits mit anderen Krankheiten vertraut ist, wird mit Corona jetzt nicht wirklich sein blaues Wunder erleben. Was zum Teufel ist das denn jetzt, Digga? Es gibt nicht wirklich viel zu tun. Die meiste Zeit verbringt man in Ladebildschirmen und Open World. Ganz ehrlich, das sieht anders aus. Oh, Digga, Gameplay 4 von 10 Punkte. Uh-huh. Story. Vom Bordstein zur Skyline zurück. Wenn es wer in Sachen Publicity geschafft hat, dann das Coronavirus. Vor knapp einem Jahr geboren in China und über Fledermäuse zum Menschen übergesprungen. Jetzt mittlerweile auf der ganzen Welt. Die Kampagne bleibt bis heute interaktiv und spannend und fesselt uns auch noch heute wortwörtlich auf unsere Sofas. Ich hab das Video nicht geswitcht, das ist immer noch das gleiche. Story, geil. 7 von 10. Schwierigkeitsgrad. Danke. Es ist nicht das Dark Souls der Erregerindustrie. Und gegen Konkurrenten wie Ebola... Hä? Der ist da vorne. Okay, ich die Tschüss. Ebola, AIDS und die schwarze Pest stinkt es... Bei AIDS war ein Bild von Michael Wendler. Es ist nicht das Dark Souls der Erregerindustrie. Und gegen Konkurrenten wie Ebola, AIDS und die schwarze Pest stinkt es in dem Thema klar ab. Corona legt selbst aber auch keinen großen Wert auf Hardcore-Gaming. Mhm. So der SARS-CoV-Publisher RKI. Alle, die den Fokus auf einen möglichst schweren Verlauf legen oder sich als Powergamer sehen, gehen hier leider etwas leer aus. Schwierigkeitsgrad 5 von 10. Mhm. Spieldauer. Mit soliden 2,5 aktiven Wochen, vielen Arztbesuchen und eventuellen Folgeschäden muss man diesem Virus eines lassen. Weggehen, das will er nicht. Spieldauer 8 von 10. Abwechslung. Ein paar neue Features wie Geschmacks- und Geruchsverlust schmücken das Ganze zwar etwas aus, aber der Überraschungseffekt blieb leider bis zum Ende der Kampagne doch aus. Abwechslung 4 von 10. Alex, wenn du bist... Ja, große Scheiße, kann ich nicht empfehlen. Holt euch das nicht. Langzeitschäden, nice. Ich kann bis heute, wenn ich tief einatme,
tut's immer noch weh. Oh, fuck. Jetzt ging's gerade. Eigentlich schon. Es wirft einen auch zurück. Es tut auch im Herz weh. Es geht auf deine fucking alle Organe. Warum heulst du? Warum heul ich doch rum wegen Symptomen? Ich will euch nur klar machen, dass die Scheiße ernst ist. Es ist wirklich ernst. Wieso sollte ich mir das ausdenken? Ja, Alex, das hat niemand behauptet. Ich weiß. Noch eine lustige Story, die noch passiert ist. Mhm. Ich bin um 9 Uhr morgens ins Bett. Und um 15 Uhr bin ich irgendwann aufgewacht. Durch Sturmklingeln. Aha. An meiner Tür. Also nicht im Treppenhaus unten, sondern wirklich an meiner Wohnungstür. Und dann klingelt, die Klingel ist so fucking laut, wenn du da klingelst. Der ganze wirklich, es bebt. Die ganze Tür wackelt. Teilweise zerspringen Scheiben. Und dann wache ich halt so auf. Und ihr müsst wissen, wenn ich aufwach aus meiner Tiefschlafphase, bin ich unnormal dumm. Ich bin wirklich so unnormal dumm, wenn mich nachts jemand anruft, denke ich, das ist mein Wecker und swipe nach rechts zum Auflegen und leg mich wieder hin. Und dann hört er mich schnarchen oder so. Meine Ex-Freundin damals, die hat mich morgens geweckt, weil sie Geld gebraucht hat. Ich spiele mir die Situation nach. Alex, bitte, ich brauche schnell dringend 20 Euro, den kriegst du auch wieder. Alex. Ja, nimm mir vom Geldbeutel. Sie geht an den Geldbeutel, kommt wieder zurück. Alex, der Geldbeutel ist leer. Kann ich deine Karte haben, um Geld abzuheben? Ja. Ich brauche noch deinen PIN. 4783. Am gleichen Abend kam sie wieder. Alex, hier ist deine 20 Euro und deine Karte. Hä, warum? Ja, die hast du mir heute Morgen geliehen. Ich habe heute Morgen Geld abgehoben. Du hast mir auch deinen PIN gesagt. Oh. Damit ihr wisst, wie dumm ich bin. Und dann klingelt es. Es sturmklingelt an meiner fucking Tür. Ich habe seit Wochen keinen Kontakt mehr mit Menschen gehabt. Da steht jemand vor meiner Wohnungstür. 1-2 Meter vor mir. Uns trennt nur diese Holztür. Und dann stehe ich da. Und ruf einfach. Es ist so dumm. Ich ruf einfach nur. Ey! Hören Sie auf zu klingeln! Er hört halt, dass ich durch die Tür brüll. Hört auf zu klingeln. Und dann brüll ich noch. Gehen Sie weg! Ja. Ich habe Corona! Lassen Sie mich schlafen! Ich höre eine Männerstimme von der Okay. Tschüss, anderen Seite durchrufen. Wir wissen, dass Sie Corona haben. Deswegen sind wir hier. Und dann ich so. Wir sind vom Rettungsdienst. Machen Sie jetzt alle Fenster und alle Türen auf, lüften Sie durch und dann kommen wir kurz rein. Wir müssen nur gucken, ob es Ihnen gut geht. Und dann bin ich halt los und hab wirklich, ich war so dumm, Fenster aufmachen. Es hat ewig gedauert, bis ich alle Fenster aufgemacht habe. Ich dachte mir schon, was ist, wenn das Betrüger sind? Aber ich schaue aus dem Fenster und ich sehe einen fucking Krankenwagen. Und dahinter auch eine Polizeistreife, also ein Polizeiauto mit zwei Typen mit Mundschutz, hier gerade am Handy, keine Ahnung, Flappy Bird gespielt haben, was weiß ich. Und dann mache ich so einen ganz kleinen Schlitz auf. Wer hat sie gerufen? Und dann meinte der so, ja, das Gesundheitsamt. Und dann gucke ich auch auf mein Handy. Das Gesundheitsamt hat 14 Mal oder so bei mir angerufen, als ich halt gepennt habe. Und dann dachten die, shit, der ist gestorben. Bruder, der verreckt gerade. Also kleiner Tipp an euch, nicht das Gesundheitsamt ghosten, geht da ran. Scheiße, Alter. Du Scheiße, Digga. Ich habe auch gefragt, Alter, die hätten meine Tür aufgebrochen. Also hätte ich irgendwie so fette Kopfhörer auf, dann würde ich so aufschreien und dann steht da so ein Sanitäter in meiner Bude und ich sag so, Alter, was? Aber krass, wie das Gesundheitssystem in Deutschland funktioniert. Das ist crazy. Das ist wirklich verrückt. Und er so, ja, ich musste dann halt Gesundheitskarte geben, kurz sagen, wie es mir geht. Ich musste auch meine Arschbacken spreizen. Ich weiß nicht warum, er wollte es kurz sehen. Dann wollte er, glaube ich, noch meine Kreditkarten, dreistellige Zahl, keine Ahnung, habe ich ihm halt gegeben. Die ist jetzt auch gesperrt. Nein, auf jeden Fall wollte ich das nur erzählen. Junge, ich musste meine Arschbacken spreizen, stark. Also die meinen das auch ernst, die sind da echt dahinter. Also Shoutouts an dich, Gesundheitsamt. Gute Arbeit, dass ihr mich geweckt habt und mir auf den Sack gegangen seid, finde ich. Digga. Hey, Marc. In meinen Augen der unterhaltsamste Mensch. Als der Geruchssinn und Geschmackssinn wiederkam. Mhm. Das Buch von Brotwurst, meine Biografie. Ich habe mir wieder Pizzabrot bestellt. Ich habe mir oft Pizzabrot bestellt. Und ich habe Pizzabrot gegessen und habe die ganze Zeit gesagt, haha, das schmeckt nach gar nichts. Mir ging es dann schon wieder ein bisschen besser, aber der war noch weg, der Verlust. Ich dachte mir so, hau doch extra viel Knoblauch drauf, Alex. Ist doch eh egal. Schmeckst und riechst doch eh nichts. Das war 2 Uhr, 3 Uhr nachts. Wir waren gerade am Zocken und ich schneide so diesen Knoblauch und schneide und plötzlich rieche ich so. Alter, wie geil. Das muss so ein geiles Gefühl. Das muss so ein geiles Gefühl sein. Und dann rieche ich so diesen Knoblauch. Und mir kamen Tränen. Hannah ist toll, danke für das. So Freudentränen, als ich so ganz nah hin bin.
pure Knoblauch. Es kam wirklich innerhalb von 2-3 Stunden, kam es wie aus dem Nichts. Krass. Es war nur so 20-30%, aber es reicht, vor allem bei Knoblauch, dass du den riechst. Und ja, dann ja. Beiß ich so in die Pizza und ich schmeck so ganz leicht den Hauch von Tomate und es war... Halleluja, es war so geil, es war so schön, es war wie ein Kind kriegen. Ich hab, das ist ein gutes Beispiel, ja, ich hab noch nie ein Kind bekommen und ein Kind kriegen ist voll scheiße, es tut doch weh. Es war wunderbar, ich bin mit meiner Nase wieder an die Gewürzstreue, ich hab Salami-Gewürze gerochen, ich hab Zitronenpfeffer, selbst den Pfeffer, ich hab den auf meine Zunge, Salz, ich hab so viel Ich kann das so gegessen. Nachvollziehen, ich finde, allerteuerste schmecken bestellt. Und riechen wirklich so wichtig. Teuersten Wein, getrunken. Es war wunderbar. Und ich habe Musik angemacht und bin 3 Uhr nachts mega laut, habe ich rumgedanced und mein Booty geshaked. Ich habe das wirklich so positiv in Erinnerung. Ich heul jeden Moment. Jetzt kurz zu was anderem. Also, warum mache ich dieses Video? Was ist überhaupt der Zweck davon? Ich will auf der einen Seite, dass ihr wisst, wie ernst diese Lage ist, wie ernst diese Krankheit ist. Ich hatte noch mega Glück, dadurch, dass ich noch relativ jung, relativ gesund bin und keine Vorerkrankungen, nichts habe. Und trotzdem hat es mich so zerfickt. Also will ich nicht wissen, was Leute durchmachen, die sehr alt sind, Vorerkrankungen haben. Wenn ihr Leute habt, die ihr gern habt und die älter als 40, 50, 60 schon sind, Vorerkrankungen, vielleicht habt ihr auch einfach Pech und ihr steckt irgendjemand an, der sehr jung und gesund ist und den es trotzdem zerfickt und der euch das immer übel nehmen wird. Oder der dann jemand anderen ansteckt und der stirbt und ihr seid indirekt dran schuld. Es gibt zu viele Situationen, die man sich ausmalen kann, wie das scheiße enden kann. Deswegen ist mein Appell einfach an euch, kauft mein... Bei mir fühlen sich Kopfschmerzen immer so an. Digga, was ist denn hier mit Werbung? Ibo 400 akut. Einen Merch. Nein, mein Appell an euch ist natürlich, nehmt diese Scheiße ernst, haltet Abstand, tragt eure fucking Masken. Es ist nicht zu viel verlangt, ein Stück Stoff vor deine hässliche Fratze zu halten, Attila Hildmann. Ladet euch die Corona-Warn-App runter. Haltet Abstand. Nehmt jedes fucking Symptom, das ihr habt. Nehmt es ernst. Kann ich nur supporten. Nehmt wirklich absolutes Ehrenvideo. Selbst wenn absolut es noch so entfernt absolut klingt, weil es wirklich schön, dass alles sein könnte. Oh, irgendwie tun meine Ohren weh. Irgendwie meine Augen der tun weh. Ich hab ein bisschen Schnupfen. Irgendwie kratzt mein Hals. Ich hab irgendwie so ein komisches Sekret an meiner Vorhaut. Es ist egal. Lieber einmal zu oft getestet als zu wenig. Lieber einmal oft zu oft ein Treffen abgesagt als einmal zu wenig. Lieber einmal jemanden nicht infiziert aus Sicherheit als jemanden zu infizieren und der stirbt. Denn sterben ist nicht gut. Ich hab nicht mehr zu sagen. Ich werde jetzt dieses Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fandet das super. Es werden jetzt wieder Videos kommen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von mir sehen wollt. Welches Körperteil. Ich mag euch auf jeden Fall. Nochmal danke an meine Patreons da draußen, die mir Geld gegeben haben, obwohl jetzt monatelang nichts kam. Ich habe eine gute Ausrede. Ich werde euch in diesem Video erwähnen. Boah, ich schreibe euch sogar hin jetzt hier. Das war's. Also. Alex. Alles ihr gut? Habt Angst vor der Wahrheit und müsst euch nicht verstecken. Wir bleiben heute zu Hause. Die Backroom Casting Couch. Sonst werden Rentner verrecken. Kleiner Post. Du hast keine Angst vorm Tod. Dir ist das ganze Thema egal. Okay. Sei froh, du Spasti, du hast immerhin noch die Wahl. Das ist jetzt 25, denn viele andere müssen noch sterben. Immerhin haben dann die Jungen noch was zu erben. Das ist nicht lustig, das ist ein ernstes Thema. Und ich glaube, es war's. Ich gehe mal. Oh. Stark. Ganz tolles Video, Trimax. Ach, Alex, Digga, wirklich großen Support, großen Shoutout an dich. Ehrenmann. Grüße geht raus an dich, mein Guter. So.